EM im Sommer die Nachfolge von Jogi Löw an. Flick, der in den vergangenen beiden Jahren mit dem FC Bayern 7 Titel gewonnen hat, galt als Wunschkandidat des Deutschen Fußballbundes. Am Vormittag die Unterschrift als neuer Bundestrainer, Hansi Flick. Und das nur 3 Tage nach dem Gewinn seines 2. und vorerst letzten Meistertitels mit dem FC Bayern. Jetzt folgt für den 56-Jährigen und den deutschen Fußball ein neues Kapitel. Ich bin sehr glücklich, ab dem Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen. Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen. 8 Jahre lang war Hansi Flick Joachim Löws Co-Trainer, holte mit ihm und der Nationalelf den WM-Titel 2014 nach Deutschland. Im kommenden Juli tritt Flick nach der anstehenden EM nun die Nachfolge von Löw an, der nach 15 Jahren als Bundestrainer abtritt. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Zeit, vor allen Dingen jetzt auch nach der Europameisterschaft. Sport muss beim DFB an erster Stelle stehen. Und ich glaube, mit dem Bundestrainer, den wir jetzt gefunden haben, ist jeder und jede in Deutschland sehr glücklich. Für Flick ist es nach Co-Trainer und Sportdirektor bereits seine 3. Funktion beim Deutschen Fußballbund. Man lässt sich da auf kein Wagnis, auf kein Abenteuer ein. Man kennt diese Person und er kennt die handelnden Personen. Ich glaube, das ist eine richtig runde Sache. In München holte Flick in knapp 2 Jahren als Trainer gleich 7 Titel. Seine persönliche Empfehlung für eine erfolgreiche Zukunft als Bundestrainer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. Mai. Tiefer Luftdruck und kühle Luft sorgen für wechselhaftes Wetter. Nach Mitternacht kommt im Südwesten gebietsweise Regen auf, südlich der Donau bleibt es meist trocken. Am Tag viele Wolken, etwas Sonne, dabei sind zahlreiche Schauer unterwegs, vor allem in der Nordhälfte kurze Gewitter. In den südlichen Landesteilen sowie ganz im Norden regnet es zum Teil länger, an den Alpen ist es länger trocken. In der Nacht 10 bis 1 Grad, am Tag 9 Grad in Oberfranken, 18 Grad am östlichen Alpenrand. Am Donnerstag ist es wechselhaft und windig, Richtung Nordosten kurze Gewitter, südlich der Donau regnet es länger. Am Freitag ist es in der Südwesthälfte meist trocken, in der Nordosthälfte hier und da Schauer mit Gewittern, am Samstag freundlicher, Sonne, Wolken und trocken, nur im Osten und Südosten ein paar Schauer. Jetzt in Visite. Nach der Corona-Impfung, dicker Arm, Fieber und Kopfschmerzen, was ist noch normal? Ich hatte bis 40 Grad Fieber. Ja, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Außerdem plötzlich schwarz vor Augen. Hinter einer Ohnmacht können auch Herzprobleme stecken. Natürlich hat mir das Angst gemacht. Die Ärzte wussten nicht, woran das liegt. Und bei chronischen Rückenschmerzen kann ein neuromuskulärer Stimulator der Ausweg sein. Guten Abend. Die Impfkampagne läuft. Im Schnitt erhalten bei uns täglich mehr als 660.000 Menschen ihren Peaks. Oft allerdings mit gemischten Gefühlen. Denn die Impfung verursacht bei vielen Schüttelfrost, Fieber, Kopfschmerzen und noch andere Beschwerden. Warum ist das eigentlich so? Kann man etwas dagegen tun? Was ist normal und wann sollte man sich Sorgen machen? Volker Ide informiert. Nach der Impfung haut es viele um. Fieber, Gliederschmerzen, Kopfweh. Man fühlt sich richtig krank. Aber ist das schon eine gefährliche Nebenwirkung der Corona-Impfung oder normal? Sehr hohes Fieber und sehr starken Schüttelfrost, ja. Am Abend konnte ich schlecht schlafen oder konnte ich überhaupt nicht einschlafen. 3 Tage war ich krank und ich war 10 Tage sogar richtig, richtig schlapp und müde. Auch Arzthelferin Doreen Hamann erinnert sich mit Schrecken. Nach ihrer AstraZeneca-Impfung spürt sie zunächst gar nichts. Doch dann geht es plötzlich los. Die Impfreaktion, die fing so etwa so circa 10 Stunden später an, dass ich auf einmal unheimlichen Schüttelfrost bekam, starke Gliederschmerzen und hinzu kam dann erhöhte Temperatur, die sich leider im Laufe der Nacht unheimlich, also ich hatte bis 40 Grad Fieber, da habe ich mir schon Sorgen gemacht und meine Familie natürlich auch. Bei Hausarzt Thomas Günther melden sich täglich PatientInnen, weil solche Symptome ängstigen.
Wir bekommen etliche Nachfragen, jetzt nicht, weil die Einstichstelle wehtut, sondern eher aufgrund der Allgemeinsymptome. Übelkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Gliederschmerzen. Die Leute sind oft wirklich sehr, sehr erschöpft und zerschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kommen durchaus schon mal besorgte Nachfragen. Verständlich, doch das sind keine gefährlichen Nebenwirkungen der Impfung, wie die Hirnvenenthrombose, so Immunologe Carsten Watzel vom Leibniz-Institut in Dortmund. Das ist die normale Reaktion auf eine Impfung, weil die Impfung spielt dem Körper ja eine Infektion vor. Nur deshalb reagiert das Immunsystem und dementsprechend fühlt man sich auch so, als wenn man wirklich krank sei. Diese Impfreaktionen sind bei den Impfstoffen unterschiedlich. Erstens die Vektorimpfstoffe AstraZeneca oder Johnson & Johnson. Bei der Erstimpfung reagiert zunächst das angeborene Immunsystem, und zwar auf den Vektor, die Trägerviren des Impfstoffes Adenoviren. Die werden von speziellen Wächterzellen als fremd erkannt. Alarmbotenstoffe aktivieren Immunzellen, die die Eindringlinge vernichten sollen. Und wenn diese Alarmstoffe, diese Zytokine in dem ganzen Körper verteilt werden, dann gibt es auch systemische Reaktionen, weil zum Beispiel auch Nervenzellen können auf diese Stoffe reagieren. Und dann hat man so ein Krankheitsgefühl. Also sprich, man kann Kopfschmerzen bekommen, man kann sich abgeschlagen fühlen, die Muskeln können wehtun und die Gelenke. Bei der Zweitimpfung mit einem Vektorimpfstoff fällt die Impfreaktion weniger heftig aus. Das liegt daran, dass das erworbene Immunsystem gegen die Trägerviren Antikörper gebildet hat und jetzt erkennt. So werden bei der Zweitimpfung viele dieser Trägerviren abgefangen. Bei den mRNA-Impfstoffen wie BioNTech ist es genau andersherum. Da reagiert unser angeborenes Immunsystem auf die Erstimpfung kaum. Das liegt daran, dass keine lebenden Trägerviren benutzt werden, um die Corona-mRNA in den Körper zu bringen. Die werden in Fett eingepackt und so verimpft. Darum gibt es kaum Abwehrreaktionen. Dagegen reagiert bei der Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff das Immunsystem besonders heftig. Das beruht wahrscheinlich darauf, dass ich jetzt auch schon die Reaktion des erworbenen Immunsystems habe, die auch jetzt schon Antikörper gebildet hat gegen das Spike-Protein. Und wenn das dann gebaut wird, dann verstärkt das nochmal diese Reaktion auch des angeborenen Immunsystems. Auch bei der Kreuzimpfung, also erst Astra, dann BioNTech, fällt die Immunreaktion bei der Zweitimpfung stärker aus. Für alle Impfstoffe gilt: Wenn das länger als 3 bis 4 Tage geht, dann würde ich in der Tat empfehlen, dass der Arzt konsultiert wird, um seltene Komplikationen oder schwerwiegendere Verläufe auszuschließen. Um die Impfreaktion abzumildern, greifen viele Menschen zu Schmerzmitteln. Ich habe irgendwann eine Ibo genommen. Paracetamol wurde angeraten, habe ich dann dementsprechend in den Abständen genommen. Ibuprofen 600 genommen und dann ging es gut. Es gibt jedoch Untersuchungen bei anderen Impfstoffen, die zeigen, dass die vorbeugende Einnahme von Schmerzmitteln den Impferfolg schmälern kann. Daher ist die Empfehlung, dass man jetzt vor der Impfung nicht schon vorsorglich solche Schmerzmittel einnehmen sollte. Sobald aber Kopf- und Gliederschmerzen zu heftig werden, sind auch Schmerzmittel sinnvoll. Ansonsten hilft Ruhe, viel Flüssigkeit und bei Fieber Wadenwickel. Plötzlich bewusstlos. Wer aus heiterem Himmel in Ohnmacht fällt, der ist zwar meistens kurz danach wieder bei Sinnen, oft aber auch stark verunsichert. Was ist da passiert? Kommt das vielleicht wieder? Tatsache ist, es gibt harmlose Gründe fürs Umkippen, aber es gibt auch ernste Auslöser. Herzrhythmusstörungen gehören zum Beispiel dazu. Einer plötzlichen Ohnmacht sollte man deshalb immer auf den Grund gehen. Jahrelang passiert es immer wieder. Alexandra Stahlbock kippt einfach um. Wie aus dem Nichts. Und dann bin ich wieder aufgestanden und dann war wieder gut. Natürlich hat mir das Angst gemacht, auch wenn ich jetzt auf der Straße war. Also das war schon, aber die Ärzte wussten nicht, woran das liegt. Die Mediziner schieben es auf den Stress bei der Pflege ihres dementen Ehemannes. Alle paar Monate das Gleiche. Sie wird ohnmächtig, bis sie eines Tages so schlimm stürzt, dass sie sich das Handgelenk bricht und am Kopf verletzt. Der Rettungswagen bringt sie in die Klinik. Patienten mit Ohnmacht kommen täglich bei uns in die Notaufnahme. Und nur in ungefähr 20% der Fälle steckt etwas Ernstes dahinter. Zum Beispiel eine Herzerkrankung,
ein Klappenfehler, eine Störung der Pumpfunktion oder eine Rhythmusstörung. Bei etwa 5% der Ohnmachtsanfälle steckt eine neurologische und dadurch dringliche Ursache dahinter. Zum einen die Schlaganfälle, die schnell behandelt werden müssen, aber auch Epilepsien. Die Kunst ist es, letztendlich in der kurzen Zeit zu entscheiden, welche der Ohnmachten gefährlich sind oder potenziell gefährlich sind und welche harmlos sind. Es gibt, grob gesagt, 4 Ursachen für eine Ohnmacht, die auch Synkope genannt wird. Erstens Reflexe, wie etwa Angst, Schmerz oder auch Nervenreaktionen beim Entleeren der Blase. Harmlos. Zweitens Blutdruckschwankungen. Der Blutdruck kann sich zum Beispiel beim Aufstehen nur schwer regulieren. Auch harmlos. Drittens neurologische Ursachen, wie zu enge Hals- und Hirngefäße, die die Durchblutung behindern. Oder eine unerkannte Epilepsie. Ernst zu nehmen. Oder viertens Herzprobleme, etwa eine Aortenklappenverengung oder Herzrhythmusstörungen. Ebenfalls ernst zu nehmen. Diese möglichen Auslöser müssen Ärzte genau erfragen. Die Anamnese ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben, denn die gibt uns schon sehr früh Aufschluss daraus, ob das eine harmlose Ohnmacht ist oder ob es möglicherweise eine ernsthafte Ursache ist, die dringend abgeklärt werden muss. Deswegen versuchen wir bereits in der Notaufnahme ganz gezielt diese Patienten zu befragen und zu untersuchen, um herauszukriegen, ist es wirklich eine Synkope gewesen, die sie gehabt haben? Gibt es eine zugrunde liegende Erkrankung, die das erklärt? Diese ausführliche Befragung wird bei Alexandra Stahlbock erst nach ihrem schweren Sturz gemacht. Jetzt wird sie endlich komplett durchgecheckt. Ein Problem mit dem Gehirn, das wollen die Ärzte bei der 61-Jährigen als erstes ausschließen. Dazu machen die Neurologen ein EEG und untersuchen per Ultraschall die Halsschlagadern, schauen, ob sie durchlässig sind und das Gehirn gut durchblutet ist. Hellhörig macht uns beim Verdacht auf eine neurologische Erkrankung. Der Patient erreicht nicht wieder den Zustand, den er vorher hatte, hat unter Umständen sich schwer verletzt, weil er gestürzt ist in diesem Ohnmachtsanfall. Ausgekühlte Schulter ist etwas, was wir häufig sehen. Brüche von Knochen, das passiert nicht in einer harmlosen Ohnmacht. Das passiert, wenn eine schwere neurologische Ursache zugrunde liegt. Das EEG und die Halsschlagadern sind bei Alexandra Stahlbock in Ordnung. Neurologische Ursachen können die Ärzte also ausschließen. Als nächstes werden ihre Blutwerte geprüft. Außerdem checken die Mediziner ihre Medikamente. Auch die können Einfluss haben. Doch beides ist bei ihr okay. Jetzt bleiben nur noch Blutdruck und das Herz. Mit dem Shellong-Test, bei dem die Patienten aus dem Liegen zügig aufstehen müssen, prüfen die Ärzte die Fähigkeit des Kreislaufs und des Blutdrucks, schnell auf Veränderungen zu reagieren. Ob das Blut in den Beinen versackt bei einem Lagewechsel und der Mensch deshalb umkippt. Da müssen Sie auch drauf gefasst sein, dass gelegentlich mal einer ohnmächtig wird. Aber wir können sehen an dem Verhalten von Blutdruck und Herzfrequenz, ob eine so eine harmlose Form des Ohnmachtsanfalls vorliegt. Bei Alexandra Stahlbock ist dann auch das EKG völlig normal. Was den Medizinern aber auffällt, sie hat einen ungewöhnlich langsamen Ruhepuls. Und da sie schon mehrfach in Ohnmacht gefallen ist, entschließen sich die Ärzte, zur Überwachung ihres Herzens einen Eventrekorder einzubauen. Wir würden einen sogenannten Eventrekorder immer dann implantieren, wenn die bisherige Diagnostik leer geblieben ist. Wenn wir keine Ursache finden, aber trotzdem den hochgradigen Verdacht haben, dass das eine Ursache hat vom Herzen. Wenn wir uns entscheiden, so einen Ereignisrekorder zu implantieren, dann muss man sagen, in bestimmt 2/3 der Fälle finden wir doch langsame Rhythmusstörungen oder schnelle Rhythmusstörungen, die verantwortlich sind. Alexandra Stahlbock wird so ein Eventrekorder eingepflanzt, direkt unter die Haut. Sie trägt ihn 3 Jahre lang. Jedes Vierteljahr kommt sie zur Kontrolle und zum Auslesen der Aufzeichnungen. Aber nie finden die Ärzte etwas Auffälliges. Doch dann, kurz bevor er ausgetauscht werden muss, weil die Batterien leer sind, passiert es. Sie kippt wieder um. Für 7 Sekunden setzt ihr Herz aus. Der Rekorder hat alles aufgezeichnet. Endlich ist die Ursache für die Ohnmachtsanfälle gefunden. Sie hat gefährliche, langsame Herzrhythmusstörungen, verursacht durch Reizleitungsprobleme. Ihr Herz kann sich dann nicht richtig zusammenziehen. Damit dies nicht nochmal passiert, setzen die Kardiologen ihr einen Herzschrittmacher ein. Das Gerät gibt dem Herzen elektrische Impulse, falls es wieder aussetzt. Bin ich jetzt froh, dass es jetzt alles so sich beruhigt hat und ich komme wieder so ein bisschen nach oben.
Denk nach vorne, nicht zurück. Sie hat Glück gehabt. Die Ursache für die Synkopen sind gefunden und beseitigt. Voraussichtlich wird sie wegen des Herzens nie wieder in Ohnmacht fallen. Ja, ich habe jetzt Herrn Professor Weil zu Gast. Ist es so? Wird sie damit kein Problem mehr haben? Zumindest was die langsamen Herzrhythmusstörungen angeht, da schützt der Schrittmacher zu 100%. Eine Ohnmacht ist ja ein Schock, und zwar auch für Leute, die das jetzt sehen, dass jemand vor ihren Augen umkippt. Und eine Zuschauerin aus Wismar hat uns geschrieben und fragt, wie verhalte ich mich dann am besten, wenn einer vor meinen Augen umfällt? Gleich 112 rufen, was tun? Also erstmal ansprechen, gucken, ob der Patient überhaupt reagiert und dann auf jeden Fall den Puls fühlen. Und das kann man entweder an der Halsschlagader machen oder am Handgelenk. Halsschlagader ist an sich besser. Und wenn man keinen Puls fühlt, dann auf jeden Fall die 112 anrufen. Mhm. Und dann auch eine Herzrhythmusmassage. Und dann beginnen mit der Herzrhythmusmassage. Genau. Okay. Und wenn man noch einen Puls fühlt, ist es nicht so schlimm. Dann kommt derjenige gleich wieder, oder? Dann hat es ein bisschen Zeit. Dann die Beine nach oben. Dann ist häufig eine orthostatische Dysregulation, wie wir das nennen. Also da ist der Kreislauf hat da versagt. Mhm. Frau Borchert hat uns auch geschrieben, sie wird auch immer mal wieder ohnmächtig. Das kündigt sich dann meistens mit Schmerzen im Anus an. Eine Darmspiegelung hat sie schon gemacht. Die Ärzte sind ratlos. Wissen Sie da Rat? Ja, also das gibt es. Ja, beim Wasserlassen oder auch beim Stuhlgang, wenn Schmerzen entstehen, können Synkopen ausgelöst werden, also Ohnmachtsanfälle. Hier würde ich mal vorschlagen, den Stuhlgang möglichst gut zu regulieren, dass man eben nicht so pressen muss. Das ist ganz wichtig und das vor allen Dingen nicht schmerzt. Caroline Frenzel aus Büdelsdorf, also das Thema hat viele Leute wirklich sehr interessiert und tut es immer noch, hat uns auch geschrieben, dass sie als Kind mal immer wieder in Ohnmacht fiel, wenn sie sich aufgeregt hat oder wenn jemand mit ihr geschimpft hat. Das hat sich gegeben bis heute, aber jetzt fragt sie sich doch, soll sie der Sache noch mal nachgehen? Eigentlich nicht. Mhm. Brauchst du nicht zu machen. Gut. Im Film war es ja jetzt ein zu langsamer Herzschlag, den die Patientin hatte. Ne? Ist denn jetzt auch man in Gefahr, wenn man jetzt einen ganz langsamen Puls hat? Einige Leute haben ja einen sehr niedrigen Puls. Ja, also das ist nicht immer krankhaft. Es gibt durchaus Sportler, Leistungssportler, die haben einen Ruhepuls von 40. Es gibt Medikamente, die den Puls langsam machen können. Entscheidend ist, so wie bei unserer Patientin hier im Film, ob Symptome auftreten. Und dazu gehört eben der Ohnmachtsanfall, aber auch andere Symptome wie Luftnot. Wie gefährlich sind denn generell Rhythmusstörungen? Ja, Rhythmusstörungen können lebensgefährlich sein, müssen aber nicht lebensgefährlich sein. Wir alle haben wenige Rhythmusstörungen mit Extraschlägen. Die spüren die einen, die anderen spüren sie nicht. Die sind aber in der Regel unter 1% aller Herzschläge. Wenn das mehr sind, muss das abgeklärt werden. Ganz wichtig auch noch mal dazu gucken, ob das unregelmäßige Herzschläge sind oder Herzrasen. Dann ist auf jeden Fall eine weiterführende Diagnostik indiziert. Sie sagen gucken, was heißt das? Selber auch bei sich einen Puls fühlen? Genau, oder? Selbst bei sich Puls fühlen, das kann man sehr gut machen. Also am Handgelenk oder wer das nicht so gut kann, eben hier oben am Hals. Und da spürt man die große Halsschlagader. Mhm. Und da merkt man schon, ob der regelmäßig oder unregelmäßig. Und also das kann auch der Laie. Auf das Regelmäßige kommt es an, gar nicht so auf die Menge sozusagen der Pulsschläge? Ja, beides. Aha. Wenn jetzt so eine doch möglicherweise gefährlichere Form, nämlich ein Vorhofflimmern, was ja ganz viele Menschen haben in Deutschland, vorliegt, wie kommt man dem auf die Spur? Schwierig manchmal, weil manche Patienten überhaupt nicht spüren davon. Das ist dann ein Zufallsbefund. Andere merken das Herzstolpern. Andere haben indirekte Symptome, wie zum Beispiel Luftnot unter Belastung. Selbst mal den Puls zu fühlen, kann hilfreich sein. Und dann gibt es ja heutzutage elektronische Geräte, zum Beispiel Uhren. Die Apple Watch haben sicherlich viele Zuschauer schon gehört. Haben wir auch schon darüber berichtet. Genau, ja. Die das EKG sehr gut aufzeichnen kann. Es ist insofern wichtig, dass man das diagnostiziert, weil die Schlaganfallgefahr so hoch ist. Und man muss dann möglichst zeitnah eben eine blutverdünnende Therapie einleiten für die Patienten. Das ist lebenswichtig. Schlaganfall, warum? Schlaganfall, warum? Weil sich Gerinnsel im Herzen bilden können, im Vorhofohr. Bei dieser unregelmäßigen Schlagform. Genau. Mhm. Und die wandern dann hoch. Genau, und die werden losgerückt und können ins Gehirn abwandern und machen dort den Schlaganfall. Kann man die Rhythmusstörung, ganz kurze letzte Frage, noch in den Griff bekommen? Ja, sehr gut sogar. Es kommt darauf an, welche Rhythmusstörung. In der Regel langsame Rhythmusstörung durch einen Schrittmacher, schnelle Rhythmusstörung können entweder durch einen Defibrillator behandelt werden oder durch Medikamente und Vorhofflimmern durch Ablation oder auch Medikamente.
Toll, viele Informationen in so kurzer Zeit. Dankeschön, Herr Professor Weil. Ja, und mehr zum Thema Ohnmachtsanfälle, die vom Herzen kommen, hören Sie morgen auch von Herrn Professor Weil im Radio. Und zwar in der Visite auf NDR Info um 9.20 Uhr und um 11.20 Uhr. Woran denken Sie beim Wort Mitochondrien? Biologieunterricht, genau. Die Kraftwerke unserer Zellen, die Energielieferanten. Geht's Ihnen gut, geht's auch uns gut. Wenn nicht, kann einiges schieflaufen im Körper. Müdigkeit, Schwäche, Hirnleistungsstörungen. Doch Internetanbieter versprechen, dass sich kranke Mitochondrien ganz einfach heilen lassen. Wie wissenschaftlich fundiert das Ganze ist, das hat Tina Roth recherchiert. Mitochondrien im Inneren unserer Zellen, überlebenswichtige Kraftwerke. Wer sie verstehen möchte, sollte nach Göttingen blicken. Hier steht ein ganz besonderes Mikroskop. Es ermöglicht spektakuläre Bilder kleinster Zellteile. Für diese Art der Nanomikroskopie bekamen die Göttinger sogar den Nobelpreis. Wir wollen verstehen, wie funktionieren Mitochondrien. Und mit diesem neuen Verfahren haben wir natürlich einen unglaublichen Vorteil. Wir können zum ersten Mal Fragen stellen, die sonst niemand vorher Fragen beantworten konnte. Das macht es sehr spannend. Eiweißstrukturen im Inneren der Mitochondrien werden nun sichtbar. Und diese innere Architektur der Mitochondrien könnte helfen, bestimmte Krankheiten in Zukunft leichter zu diagnostizieren. Alle Zellen haben eins gemeinsam. Sie brauchen Energie, um ihre Funktion zu erfüllen. Dafür hat jede Zelle zelleigene Kraftwerke, die Mitochondrien. Zwischen 100 und 2000 Mitochondrien arbeiten in einer einzigen Zelle und verwandeln Wasserstoff und Sauerstoff in die Zellenergie ATP. Bei der Produktion von ATP entstehen als Abfall freie Sauerstoffradikale, die giftig sind. Gesunde Mitochondrien bauen diese Sauerstoffradikale ab. Die Zelle kann arbeiten. Sind Mitochondrien jedoch geschädigt, dann werden die toxischen Sauerstoffradikale nicht mehr abgebaut und können die Zelle zerstören. Fehlerhafte Mitochondrien wie hier, Grund dafür kann ein Gendefekt sein. In dieser Zelle fehlt ein Gen. Dadurch ist dieses Mitochondrium nicht mehr so gut in der Lage, diese innere Architektur aufzubauen. Das sieht man auch sofort in den Bildern. Eine primäre mitochondriale Erkrankung ist oft so schwer, dass einige Menschen schon im Kindesalter daran versterben. Ausgewählte Zentren bieten Spezialsprechstunden an, wie etwa die Neurologen in Göttingen. Heilbar sind die primären mitochondrialen Erkrankungen nicht. Wenn, wäre das nur mit einer sehr spezifischen Gentherapie möglich und die ist derzeit sicher klinisch nicht umsetzbar. Neben Gendefekten als Ursache gibt es auch sogenannte sekundäre mitochondriale Erkrankungen. Durch das Alter der Mitochondrien nimmt ihre Funktionsfähigkeit ab. Und bestimmte Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson können durch Proteinablagerungen die Funktion der Mitochondrien stören. Auch bei Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung schaut man auf die Mitochondrien. Natürlich können Coronaviren fast jede Körperzelle, die den ACE2-Rezeptor exprimiert, befallen und damit zu Funktionsstörungen der Zelle führen. Und wahrscheinlich ist das dann auch letzten Endes der Grund für Fatigue und Muskelschwäche und andere Langzeitfolgen der Corona-Erkrankung. Eine spezielle Beeinträchtigung nur selektiv der Mitochondrien ist eher unwahrscheinlich in diesem Zusammenhang. Aber da gibt es keine wirklich validen Studien bisher dazu. Hier muss noch mehr geforscht werden. Bislang gilt, weder primäre, also genetische, noch sekundäre mitochondriale Erkrankungen sind heilbar. Trotzdem wimmelt es im Internet von Angeboten, in denen Heilpraktiker, aber auch Mediziner Therapien für angeblich gestörte Mitochondrien anpreisen. Matthias Beer schaut sich für Visite einige der Angebote an. Krankheitssymptome breit gefächert, Burnout, Erschöpfung, Fibromyalgie, Neurodermitis, Allergie, Krebs, Depression. Also alles wird aufgelistet und wird in Verbindung gebracht mit einer Funktionsstörung der Mitochondrien, was natürlich Quatsch ist. Die Anbieter im Internet versprechen, gestörte Mitochondrien nachweisen zu können. Aussagekräftige Diagnostik, etwa durch Laboranalysen aus Blut, Urin und Stuhl. Oder auch eine Vollblut-Mineralanalyse.
was als Diagnostik angeboten wird, ist halt weit jenseits von wissenschaftlicher Medizin. Das ist wirklich wild zusammengestellt und mit Sicherheit nicht zielführend. Eine fundierte, wissenschaftlich abgesicherte Diagnostik der Mitochondrien ist mit Muskelbiopsie und der Bestimmung der Gensequenzen extrem aufwendig, teuer und invasiv. Definitiv sind es Untersuchungen, die nur durch Spezialisten in einem entsprechenden Zentrum auch sinnvoll durchgeführt werden und interpretiert werden können. Liegt dann tatsächlich eine mitochondriale Erkrankung vor, kann diese zwar nicht therapiert werden, eine Diagnose hilft jedoch, schweren Folgeerkrankungen vorzubeugen. Das ist wichtig, weil die Betroffenen häufig dann unter diesen Sekundärproblemen leiden oder sogar versterben und nicht an der primären mitochondrialen Erkrankung. Angebote im Internet dagegen versprechen Therapien, mit denen Mitochondrien selbst relativ einfach geheilt werden sollen. Das funktioniere über Zahnsanierung, die Ausleitung von Schwermetallen und diverse Nahrungsergänzungsmittel. Das ist natürlich auch das, was dann das Geld bringt. Mikronährstoffe, das ist natürlich Blödsinn. Darmsanierung, Quatsch. Entgiftungen, wenn wir alle vergiftet wären, ja, aber das sind wir nicht. Stressreduktion immer gut. Also es sind so sehr allgemeine Ansätze, die aber in keiner Weise spezifisch sind für eine mitochondriale Erkrankung oder für eine Behandlung einer solchen. Die Forschung zu tatsächlichen mitochondrialen Erkrankungen steckt noch in den Kinderschuhen. Professor Stefan Jacobs in Göttingen hofft, dass seine Forschung dazu beiträgt, Therapien zu entwickeln, die wirklich helfen. Sehr spannend. Auf die andere Seite der Erde nehmen uns heute die Kolleginnen und Kollegen der Weltbilder mit. Und zwar nach Australien. Weil die Grenzen dicht sind, machen Tegan und Mac Urlaub in der Heimat. Im Camper durch den roten Kontinent. Ein Trend, dem früher vor allem australische Rentner gefolgt sind. Die Weltbilder nachher um 23.30 Uhr. Chronische Rückenschmerzen sind furchtbar. Und noch schlimmer, wenn sich herausstellt, dass man dagegen aus eigener Kraft nichts ausrichten kann, weil die zu schwachen, tief sitzenden Rumpfmuskeln an Rücken und Bauch nicht einmal mehr auf gezielte Krankengymnastik ansprechen. In solchen Fällen haben Nerven und Muskeln den Kontakt verloren, verlernt zusammenzuarbeiten. Ein neuromuskulärer Stimulator kann diesen Kontakt wiederherstellen. Und dann lassen sich die wichtigen Rückenmuskeln auch wieder finden, wie Anke Christians zeigt. Und noch einmal Spannung aufbauen. Sie ist auf der Suche. Auf der Suche nach ihren tiefen Rumpfmuskeln. Hier auf dem Bildschirm siehst du einmal die drei Muskelschichten. Obere Bauchmuskulatur, Transversus, die tiefen Muskel. Den möchten wir isoliert anspannen. Mandy Schulz soll lernen, diesen Muskel zu spüren und zu nutzen. Kannst du dir vorstellen, als wenn du mit deinem unteren Rücken eine Briefmarke an der Liege festkleben möchtest. Schon seit mehreren Jahren leidet sie an Kreuzschmerzen, vor allem nach langen Arbeitstagen. Es war manches Mal auch wie, als wenn der Rücken mich nicht mehr so richtig halten kann, als wenn die Muskulatur so richtig müde ist. Eine Untersuchung beim Orthopäden hat gezeigt, wie bei vielen Menschen mit chronischen Rückenschmerzen ist ihre Tiefenmuskulatur zu schwach. Es geht um die kleinen Rückenstrecker. Sie verbinden und stabilisieren die einzelnen Wirbelkörper. Und um die tiefen seitlichen Bauchmuskeln. Gemeinsam stützen sie die Lendenwirbelsäule wie ein Korsett. Über Nervenstränge sind diese Muskeln mit dem Gehirn rückgekoppelt. Das steuert ganz autonom und unwillkürlich ihre Spannung. Bei chronischen Rückenschmerzen ist die Kommunikation zwischen Muskeln, Nerven und Gehirn gestört. Die Nerven steuern die Muskeln nicht mehr richtig und die bauen ab, verlieren an Kraft. Wenn ein Muskel nicht mehr benutzt wird oder nicht mehr angesteuert wird, wie wir sagen, dann hat er keine Lust mehr. Er ist ein flüchtiger Freund und jeder Muskel, den ich nicht benutze, das kann man sich selbst auch irgendwo anschauen, wenn man nicht mehr zum Sport geht, dann wird er ganz schnell flau und flach. Bei vielen Rückenschmerzpatienten, die der Orthopäde Jan Schilling behandelt, ist der Muskelabbau sogar auf MRT-Bildern zu sehen. Die tiefen Rückenmuskeln sind dann weiß marmoriert.
Das heißt, dieses rote, kräftige Muskelgewebe ist von Bindegewebs und fettigen Strukturen durchzogen. Hier hat der Muskel sich zurückgebildet. Das heißt, er kann nicht mehr seiner Funktion nachkommen. Was dann beim Rücken wieder dazu führt, dass es einfach eine deutliche Schmerzverstärkung wieder gibt. Und so ist diese Spirale, die sich, je länger sie besteht, immer weiter dreht. Beim Biofeedback kann Mandy Schulz auf dem Bildschirm sehen, welche Muskeln sie anspannt. Jetzt siehst du, dass du hier sehr viel Spannung in den Oberflächenmuskeln hast. Das Ziel ist aber, die tiefen Muskeln willkürlich anzusteuern. Man merkt ganz kleine Bewegungen im Körper, wo sich die Muskulatur so leicht bewegt. Es ist ein spannendes und interessantes Gefühl. Sind die tiefen Muskeln einmal erspürt, können sie durch regelmäßiges Training wieder aufgebaut werden. Meistens ist eine solche Therapie sehr erfolgreich und lässt den Rückenschmerz abklingen. Doch in seltenen Fällen ist das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln dafür zu sehr gestört. So wie bei Gudrun Germa Krings. Vor 6 Jahren hatte sie einen leichten Bandscheibenvorfall. Der heilte zwar aus, aber die Rückenschmerzen blieben. Bei Untersuchungen fiel dann eine Muskelschwäche auf. Und da hat der Arzt schon gesagt, die kleinen Muskeln sind verfettet. Krankengymnastik, Reha, multimodale Schmerztherapie. Jahrelang hat sie alles versucht. Aber ihre extremen Schmerzen, vor allem nachts, bekam sie nicht in den Griff. Ich war ja bei der Schmerztherapeutin und die hatte mir wenig Hoffnung gemacht, dass ich jemals ohne Medikamente sein könnte. Und es waren dann nachher auch nicht nur reine Schmerzmittel, sondern so ein Antiepileptikum, was auch sehr schwerwiegende Nebenwirkungen hat. Trotz der starken Medikamente, der Schmerz bleibt. Sie sucht nach einem Ausweg und erfährt durch Zufall von einem speziellen Ansatz zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen. Einem neuromuskulären Stimulator, der unter die Haut implantiert wird. So sieht das Gerät aus. Ein kleiner Impulsgeber und eine Sonde. Jan Schilling setzt das neue Verfahren bei ausgewählten PatientInnen ein. Es geht hier um eine restaurative, unterstützende Maßnahme, neuromuskulär die Muskulatur in der Tiefe zu stimulieren und zu aktivieren, um damit den Patienten zu helfen, aktive Übungen durchzuführen. Und so funktioniert es. Über kleine Hautschnitte am unteren Rücken werden Stimulationssonden bis zu den Nerven vorgeschoben, die die tiefen Rückenmuskeln steuern. Der kleine Impulsgeber wird in den Gesäßmuskel gesetzt. Mit einer Fernbedienung lässt sich die Stimulation einschalten. Dann sendet das Gerät Stromimpulse an die Nerven. Die Muskeln ziehen sich zusammen. Das soll Nerven und Muskeln reaktivieren. Gudrun Germa Krings hat sich so einen Stimulator einsetzen lassen. 2x täglich für 30 Minuten schaltet sie das Gerät ein. Normalerweise lege ich mich dann auf die Seite. Ich mag nicht so auf den Bauch legen, dann habe ich es gleich im Nacken. Mit dem Handy hat sie ihren Rücken während der Stimulation gefilmt. Man sieht, wie die Muskeln sich leicht zusammenziehen. Sie ist eine der ersten in Deutschland, die so ein Gerät implantiert bekommen haben. Bislang setzen es nur wenige Kliniken ein. Wie gut die Stimulation wirkt, muss noch genauer untersucht werden. Da gibt es tatsächlich sehr wenige Zahlen, weil es ein relativ neues Verfahren ist. Aber es gibt sicherlich einzelne PatientInnen, bei denen durch so einen Stimulator das Auftrainieren der tiefen Rückenmuskulatur einen auch schmerzlindernden Effekt bringt. Gudrun Germa Krings hat die Stimulationstherapie geholfen. Relativ zügig, ich würde mal sagen, nach 2 Wochen schon, habe ich erste Erfolge gemerkt, dass wirklich der Schmerz weniger wurde und ich die starken Tabletten langsam ausschleichen konnte. Mittlerweile nimmt sie gar keine Medikamente mehr. Kaum noch Schmerzen und mehr Beweglichkeit im Alltag. Jetzt kann sie ihre tiefe Rumpfmuskulatur auch wieder aktiv trainieren. Ja, super. Und das nach Jahren der schweren Schmerzen im Rücken, also chronischer Rückenschmerzen, schon toll. Ich freue mich jetzt, dass Herr Dr. Schilling da ist. Sie gehören zu den Ersten, die in Deutschland seit 3 Jahren sich mit dieser Technik befassen und diese Geräte einsetzen. Viele Leute kennen ja einen Schmerzschrittmacher. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren? Das wird auch immer wieder verwechselt. Der klassische
Schrittmacher, den Sie ansprechen, letztendlich blockiert die Schmerzimpulse, die aus der Peripherie zum Hirn gesendet werden. Und hier geht es um etwas ganz anderes, dass letztendlich die natürlichen Impulse an die Muskulatur verstärkt werden, letztendlich am Muskel dort, wo sie hingehören. Also nicht der Weg nach oben, die Schmerzen blockiert werden, sondern der andere Weg letztendlich zur Aktivierung der Muskulatur. Aktivierung, da denkt man ja auch an dieses EMS-Training, ne? Dieses Elektrotraining, das man im Sport ja jetzt teilweise auch anwenden kann. Ist das so ähnlich? Ja, man könnte es am ehesten damit vergleichen. Letztendlich wird auch dort ein elektrischer Impuls genutzt, um die muskeleigene Elektrizität zu verstärken und so ein stärkeres Trainingsergebnis hervorzuheben. Sehen wir gerade zwei Leute, die sich da mit diesen Verkabelungen dann ordentlich trainieren. Genau. Nochmal zu diesem neuromuskulären Gerät. Wird das wieder ausgebaut, wenn das funktioniert hat? Das ist theoretisch denkbar. Zurzeit geht man von Behandlungszeiten von 1 bis 2 Jahren aus. Aber letztendlich, auch wenn es eine sehr kleine Operation ist, muss einen kleinen Schnitt wieder machen, eine kleine Narkose, haben sich bei mir eigentlich alle Patienten da zu entschlossen, es nicht noch mal entnehmen zu lassen, sondern es einfach elektronisch auszuschalten. Aber man muss dann auch weiter trainieren, ne? Also dann funktioniert ja wieder diese Impulsgebung vom Nerv auf den Muskel und dann muss man üben wieder, selber. Letztendlich ist die Aktivierung das größte Ziel. Und dieser Schrittmacher ist wie ein Steigbügel. Letztendlich hilft er dem Patienten, etwas zu tun, was das Ziel ist, nämlich die Tiefenmuskulatur wieder anzusteuern, zu benutzen. Es lernen, die Tiefenmuskulatur zu benutzen und so wieder insgesamt zu aktivieren. Kurze Frage von Jennifer Siebers aus Braunschweig. Sie hat uns geschrieben, starke Skoliose hat sie. Seit 1,5 Jahren Dauerschmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich, also hier unten. Sie weiß, dass sie die kleinen Bauchmuskeln stärken muss, macht 2-mal die Woche Physio und auch ganz viel zu Hause. Kein Erfolg allerdings, hinterher eher noch Schmerzen. Ist das ein Fall eventuell für neuromuskulären Stimulator? Wie immer, es kommt drauf an. Grundsätzlich muss man sagen, ist es immer ein Thema, dass die kräftigen Muskeln natürlich wichtig sind, um die Wirbelsäule zu halten. Mhm. Bei der Skoliose muss man mal ein bisschen vorsichtig sein oder bei anderen strukturellen Veränderungen. Mhm. Also wenn die Wirbelsäule zu schief ist oder andere strukturelle Veränderungen vorliegen, dann kann möglicherweise die Muskulatur und damit natürlich auch dieser Stimulator, der hilft, die Muskulatur wieder aufzubauen, nicht der richtige Weg sein. Also letztendlich ist es nur ein sehr selektiertes, das muss ich noch mal klar sagen, und Patienten gut, die vorher letztendlich auch schon intensiv die klassischen Maßnahmen durchgeführt haben. Was bringen die denn mit? Sie wollten uns mal zeigen, was zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Tests, die man auch zu Hause machen kann, wenn man jetzt chronische Rückenschmerzen hat und einfach nicht vorankommt. Woran merkt man, dass man da, dass diese Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert zwischen Nerv und Muskel? Das sind ja immer zwei Komponenten. Man guckt immer auf die Kraft, aber ist die Funktion auch wichtig. Ne? Also ich muss wissen letztendlich, was macht denn mein Rücken, was macht denn mein Becken, weil es dran hängt. Also wenn wir uns mal hinstellen wollen beispielsweise, dann kann man sozusagen den Elvis-Test machen, Elvis the Pelvis. Das heißt, man kann sich vor den Spiegel schauen, einmal gucken, ob man in der Lage ist, überhaupt seine Becken Ansteuerung durchzuführen. Mhm. Kann auch versuchen, mal so wie beim Hula Hoop vielleicht eine Drehung einzuführen. Und bin ich in der Lage, aus dem Hohlkreuz herauszukommen und ein Rundrücken zu machen. Das sind ganz kleine Übungen, aber man kann schon sehen, ob überhaupt ein Befehl ankommt, ob ich überhaupt merke, was sozusagen in der unteren Etage im Lendenbeckenbereich hier passiert. Noch was, um Kraft irgendwie zu checken, ob ich noch genug habe? Was die Kraft angeht, da haben wir leider das Problem, dass wir global nicht die tiefen Muskeln, auf die es ankommt, testen können. Aber wenn letztendlich es gar nicht funktioniert, dann lohnt sich auf jeden Fall ein tieferer Blick. Da kann man letztendlich so einen Stabilitätstest machen, den man sich einfach gerade hinstellt und versucht, in 10 Sekunden, soweit es geht, sich um 90 Grad zu beugen, wieder hochzukommen. Letztendlich, wenn ich das so in 10 Sekunden 10-mal schaffe, dann bin ich eigentlich ganz gut. Und manche schaffen das aber gar nicht, ne? Manche schaffen es gar nicht, deshalb muss man zum Beispiel sich vielleicht abstützen an einem Stuhl oder auch wenn ich an ältere Herrschaften denke, vielleicht muss man eben schauen. Unbedingt noch mal jetzt für all diejenigen, die aber was tun wollen auch. Welche Übungen sind gut geeignet, diese tiefen Muskeln, aber auch die größeren zu trainieren? Haben Sie einen Tipp für uns? Ja, da gibt es eine Vielzahl und in der Beitrag sind auch schon gut rübergekommen. Letztendlich für mich im Stand. Sie haben ja auch schon hier Hilfsmaterialien. Ich stelle mich da mal also, auf. Das Kippeln ist immer gut, weil es letztendlich dazu führt, dass wir ein Gleichgewicht, also diese Propriozeption, ansteuern müssen. Wenn Sie jetzt noch versuchen, das zu verschärfen, indem Sie eine Schrittbewegung oder eine Laufbewegung machen wollen, ja, ich glaube, dann können wir letztendlich gucken. Oh, Sie sind ja Orthopäde, wenn aber was passiert. Aber hervorragend, ich fange direkt auf. Aber letztendlich kann man es auch im Stand erst einmal probieren, so eine Laufbewegung zu machen. Das sind die ersten Dinge, die man letztendlich machen Sieht kann. Sieht ganz einfach aus, aber bringt was. Was noch? Bringt viel mehr. Der Klassiker ist letztendlich, wenn ich mich einmal hier hinlegen möchte, man kann also einmal den Vierfüßerstand machen und letztendlich hat jeder, glaube ich, schon mal gehört, dass man sozusagen in die Länge gehen kann und seine Rückenmuskulatur
hier entsprechend strecken kann. Das kann jeder zu Hause abends vom Fernseher machen. Man kann sie auf den Rücken legen letztendlich. Und wie wir hier gesehen haben, wenn man die Beine anstellt, versuchen erst einmal aus dem Hohlkreuz rauszukommen. Ohne Hilfsmittel kann man zum Beispiel seine Hand einmal hier reinlegen und gucken, ob man überhaupt in der Lage ist, den Bauchnabel nach innen zu ziehen und gegen seine Hand zu drücken. Mhm. Also kleine Bewegungen können hier ausreichen. Wenn man das verstärken möchte, kann man letztendlich noch in den Stütz gehen. Das heißt, Sie können versuchen, Ihr Becken in den Himmel zu heben. Ja. Das ein paar Mal zu machen. So mein Lieblingsding. Einmal Pause. Wie oft sollte man das machen? Das vielleicht noch kurz zum Schluss. Also dass man muss man das täglich machen? Solche Übungen, ob kleinere oder größere? Ja, also man kann letztendlich so 3 bis 4 Mal pro Woche sich vielleicht so 10 Minuten nehmen, 10, 15 Minuten. Das ist schon sehr effektiv. Oh, das ist auch ein gutes Schlusswort. Dankeschön, Herr Dr. Schilling. Vielen Dank für die vielen Infos. Danke auch. Auch wenn es so geschrieben wird, der Begriff Meerrettich hat nichts mit Meer zu tun. Er hat ja auch noch einige andere Namen. Weiter südlich sagt man bekanntlich Krähen dazu. Schlau eigentlich, dass die Süddeutschen die scharfe und enorm gesunde Wurzel viel häufiger essen als wir hier im Norden. Aber vielleicht ändert sich das ja nach dem Beitrag von Madeleine Zeller. Mal ein kleines Stück probieren, okay. Aber regelmäßig Meerrettich essen macht wahrscheinlich keiner. Angesichts seiner Schärfe. Sollten wir aber vielleicht, denn Meerrettich ist sehr gesund. Bei welchen Beschwerden die scharfe Knolle alles helfen kann, finden wir jetzt raus. Wer erkennt die blasse Wurzel und weiß, warum sie gut für uns ist? Wissen Sie, was das ist? Ingwer ist es. Ist es Rettich? Keine Ahnung. Ja, das ist Steckrübe. Das riecht nach Kohlrabi. Meerrettich. Gut für Fisch, weiß ich, aber gesundheitlich weiß ich es nicht. Nee. Vielleicht hat es so Antioxidanz oder antibakterielle Wirkung. Stimmt, genau. Meerrettich ist sogar Heilpflanze 2021. Und in Kapselform ein anerkanntes pflanzliches Heilmittel, das bei Blasen- und Harnwegserkrankungen hilft. Darum ist auch NDR-Naturdoc Professor Michaelsen ein großer Fan der Wurzel. Man nennt es das Penicillin der Bauern. Zum einen sind diese Schadstoffe im Meerrettich tatsächlich wirksam gegen Bakterien, übrigens auch gegen Viren. Diese Schadstoffe werden aber bevorzugt über die Niere ausgeschieden und lagern sich dann sozusagen in der Blasenschleimhaut bevorzugt bestimmte Zeit an. Und das zusammen ergibt dann diese gute Wirkung. Diese Schadstoffe sind Senföle. Die wirken auch noch entzündungshemmend und schmerzlindernd. Aber erst, wenn sie auf das Pflanzenenzym Myrosinase treffen. Und der Meerrettich bringt beides mit, Öle und Enzyme. Sobald wir ihn schneiden oder reiben, setzen wir sie frei. Na, wenn das keine Vorlage für Küchenchef Thomas Sampel ist. Von dem gibt es heute eine Meerrettichsoße für Gegrilltes. Doch zuerst sein Einkaufstipp. Simpel mit Sampel, am besten am Stück. Meerrettich würde ich immer ungewaschen und am Stück kaufen. Dann das Stück abschneiden, was ich benötige. Und den Rest in Küchenpapier einwickeln und in den Kühlschrank legen. Noch besser und noch länger hält er, wenn man ihn auf dem Balkon wieder in Erde einbuddelt. Für die Grillsoße brauchen wir frische Tomaten und welche aus der Dose. Außerdem Paprika, Zwiebeln und Knoblauch. Und natürlich frisch geriebenen Meerrettich. Aua, Aua. Ich habe mir den Finger gerieben, du auch? Volle Kanne. Können wir dafür nicht einmal eine Küchenmaschine benutzen? Meerrettich muss gerieben werden. In der Küchenmaschine wird der sehr bitter. Da musst du jetzt durch. Neben Senfölen steckt im Meerrettich auch viel Kalium. Das ist wichtig für unser Herz und unsere Nerven. Nur Hitze verträgt Meerrettich nicht. Darum zuerst Zwiebeln und Knoblauch in den Topf. Dann Kreuzkümmel und Schwarzkümmel. Außerdem Paprikawürfel und frische Tomaten. Jetzt mit Birnensaft ablöschen. Ist alles weich gekocht, kommen die Dosentomaten dazu. Und dann der Meerrettich. Damit sein Vitamin C nicht zerstört wird, lassen wir die Soße danach nicht mehr kochen. Übrigens, wer keinen frischen Meerrettich mag, kann auch zu Tabletten, Tropfen oder Pulver greifen.
Auch mit denen können wir Erkältungen vorbeugen und Schmerzen lindern. In den Mitteln wie in der Wurzel selbst sind es wieder die Senföle, die das schaffen. Diese Schärfe, das spüren wir ja auch, die regt ja den Stoffwechsel und die Durchblutung an. Und das passiert auch, wenn man einen Meerrettich-Wickel oder eine Auflage macht. So einen Wickel oder zum Beispiel einen Hustensirup kann sich auch jeder selbst herstellen. Wie zeigt mir die Apothekerin und Heilkräuterexpertin Birgit Steinke. Mit dem Sirup geht's los. Für den brauchen wir noch einmal geriebenen Meerrettich. Ein ca. 5 cm langes Stück. Die scharfe Masse geben wir in ein Schraubglas. Jetzt 4 Esslöffel Honig dazu. Bei einer akuten Erkältung kann man davon bis zu 4 Teelöffel täglich einnehmen. Zur Vorbeugung reicht ein Teelöffel pro Tag. Mehr allerdings nicht, denn zu viel Meerrettich kann unsere Schleimhäute den Rachen und die Speiseröhre reizen. Besonders vorsichtig sollten diejenigen sein, die eine Nierenerkrankung haben. Aber auch diejenigen, die eine Magenschleimhautentzündung haben oder Speiseröhrenprobleme haben. Weiter mit einem Wickel gegen Schmerzen. Für den werden dünn geschnittene Meerrettichscheiben in so ein Täschchen gelegt. Ein dünnes Baumwolltuch ginge auch. Dann kommt das Ganze auf die schmerzende Körperstelle. Mein Handgelenk tut zwar gar nicht weh, aber ausprobieren möchte ich den Wickel trotzdem mal. Die Senföle haben eben da eine wärmende Wirkung. Insofern wird er sehr gerne bei Muskelverspannungen eingesetzt, aber auch bei Erkrankungen des rheumatischen Formkreises, bei Entzündungen, bei Arthrose, bei Gelenkbeschwerden. Also mein Handgelenk ist gut warm, aber länger als 10 Minuten wird mir das jetzt auch nicht gefallen, weil es doch ziemlich stark riecht. Außerdem richtet Thomas schon an. Es gibt Gegrilltes mit unserer scharfen Meerrettichsoße. Na dann, guten Appetit. Schmeckt sehr lecker. Sehr lecker. Und so ein Meerrettich-Dip ist auch viel gesünder als jede Grillsoße aus dem Supermarkt. Unser Fazit? Meerrettich kann uns vor Erkältungen schützen, unsere Durchblutung ankurbeln und ist bei einer leichten Blasenentzündung so wirksam wie ein verschreibungspflichtiges Medikament. Abenteuerdiagnose, da steht heute Hafenarbeiter Heino Blesin im Mittelpunkt. Er kann viel wegstecken, aber plötzliche Schmerzschübe und immer wieder extrem hohes Fieber setzen ihn völlig außer Gefecht. Woher kommen diese Attacken? Eine Odyssee beginnt. Der Elbhafen in Brunsbüttel. Hier arbeitet Heino Blesin als Radladerfahrer. Und hier beginnt vor über 20 Jahren seine rätselhafte Krankengeschichte. Mit einer plötzlichen Fieberattacke. Auf der Wirbelsäule hinten gab es einen stechenden Schmerz. Dann fing ich an zu zittern und merkte, wie das Fieber nach oben ging. Und ich fürchtete, ich friere und zitter. Und in der Brust tobte das wie sonst was. Atemnot, Schüttelfrost und hohes Fieber. Zuerst hält er das noch für eine Grippe. Doch dann passiert es ein zweites und drittes Mal. Ich will keinen Notarzt. Dann haben wir ihn mal zig Wolldecken gebracht oder er hat gebadet, ganz heiß und hat alles nichts gebracht. Und der Kachelofen war an, auf volle Pulle und Heizkörper waren aufgedreht, das hat alles nicht gereicht. Das Fieber steigt auf über 41 Grad. Er fühlt sich wie in einem Albtraum. Was ist das nur? Er muss ins Krankenhaus. Er hatte von Haus aus die Diagnose Asthma, mit der er so rumlief. Er war auch eine ganze Zeit lang mit entsprechenden Medikamenten ausgestattet. Und das war immer so ein bisschen der Angelpunkt, dass man auch gesagt hat, okay, die Lunge ist nicht ganz in Ordnung, also das muss irgendwie mit der Lunge zusammenhängen. 20 Mal ist man bei der Lunge beigegangen und hat versucht, da was zu finden. Dann wurde Blut abgenommen, man hat versucht, Kulturen zu züchten. Leider hat man das nicht zu fassen gekriegt. Es ist keine Infektion. Nur was dann? Das mysteriöse Fieber verschwindet jedes Mal genauso plötzlich, wie es gekommen ist. Nach über 6 Stunden, an 7 Stunden ran, merkte ich aus dem Körper, wie sich das zurückgezogen hat. Das war natürlich so die andere skurrile Seite, die sich auch keiner erklären konnte. Warum fängt das so plötzlich so massiv an und warum ist das plötzlich auch so schnell wieder weg?
Der einzige Anhaltspunkt sind Schatten auf der Lunge. Heino Blesin kommt in eine Fachklinik. Hier zeigt eine Biopsie, seine Lunge ist krankhaft verändert. Die Ärzte halten es für eine seltene Hämosiderose. Bei dieser Erkrankung kommt es immer wieder zu Einblutungen in die Lunge. Und das würde insofern ganz gut passen, weil man bei dem Patienten im Röntgenbild immer wieder an verschiedenen Stellen Verdichtungen gesehen hat. Er bekommt Cortison gegen die Lungenkrankheit. Und tatsächlich fühlt er sich damit zunächst besser. Doch als er die Dosis reduziert, geht es erneut los. Gerade als er mit der Familie in den Urlaub aufbrechen will, wieder Schmerzen im Rücken, wieder ein Fieberschub. Wir konnten nicht in Urlaub fahren. Stattdessen stand der Rettungsmann mit sich, und zwar den Notarzt auf dem Hof. Das war eine ganz heiße Bremssituation. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt einfach mal so ein bisschen Fieber hat. Es geht mal ins Krankenhaus wieder zurück. Es war tatsächlich wirklich manchmal lebensbedrohlich, weil solche Temperaturanstiege, das verkraftet ja auch der Körper nicht unbedingt immer so einfach. Liegt es doch nicht an der Lunge? Könnte der Hafenarbeiter an einer Tropenkrankheit leiden? Man hat sogar über Malaria nachgedacht, weil eben diese Fieberschübe so merkwürdig spontan plötzlich auftraten. Wobei die Grundidee war so, er hat damit mit Fracht zu tun aus aller Welt. Möglicherweise ist da auch vielleicht irgendeine kleine anopheles Mücke dabei gewesen. Man hat einen Test gemacht, weil ich ja international im Hafen arbeite. Das heißt, ich komme mit anderen Menschen aus anderen Bevölkerungsteilen der Welt zusammen. Aber es war alles negativ. Da stößt sein Hausarzt auf eine neue Spur. Bei den Fieberattacken ist die Anzahl der weißen Blutkörperchen in Heino Blesins Blut stark erhöht. Mein Hausarzt hat mich dann eben ins Krankenhaus geschickt, Richtung Onkologie. Und Onkologie war ein Wort, wo die Alarmglocken hochgingen. Und ich ihn fragte, was ist denn? Ja, fahr mal erst mal hin. Ich sage, nein, ich will jetzt wissen, was los ist. Wir nehmen an, dass du Leukämie hast. Blutkrebs. Ist das etwa der Grund für seine Fieberattacken? Er muss für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Itzehoe. Zum Onkologen Christoph Zurfert. Bei der Untersuchung des Blutes kann man sehr häufig schon sehen, ob der Verdacht auf eine Leukämie gerechtfertigt ist. Weil eine Verschiebung der verschiedenen Untergruppen der weißen Blutkörperchen im Blut dann vorhanden ist. Der Onkologe sucht in Heino Blesins Blut nach solchen speziellen Veränderungen. Doch da ist nichts. Insofern war das bei diesem Patienten auch relativ rasch klar, dass eine Leukämie nicht vorliegt. Die Jahre vergehen. Heino Blesin lebt weiter mit den gefährlichen Fieberschüben. Er lässt sich nichts anmerken, hilft in seinem Heimatort Wacken, wo er kann. Aber die mysteriöse Krankheit zehrt an ihm. Die Sorgen waren groß. Ich habe viel Angst gehabt um meine Kinder und um meine Frau. Aber ich habe dann innerlich so viel Kraft aufgehabt, gesagt, ich gehe noch nicht, ich bin noch nicht fertig hier. 2007 ist er zum ersten Mal bei einer neuen Lungenärztin. Eigentlich wegen seines Asthmas. Da bekommt er plötzlich eine Attacke. Fieber und schwere Atemnot. Julia Benteler wird sofort klar, das ist ein ungewöhnlicher Fall. Das war so eigenartig, dass er dann sagte, es geht, ich merke das sofort. An einer Stelle im Rücken tut's weh, Schüttelfrost, Fieber. Die Lungenärztin konzentriert sich zunächst auf die Atemnot. Leidet Heino Blesin vielleicht unter besonders schwerem Asthma? Dazu passt, dass er nachts urplötzlich keine Luft mehr bekommt und sein Asthma-Spray überhaupt nicht hilft. Meine Frau ist auch hoch, hat natürlich panische Angst um mich gehabt. Und dann habe ich immer die Hand bewegt, sie soll ruhig bleiben, ich schaffe das schon irgendwie. Es könnte Schlafapnoe sein. Dabei setzt im Schlaf die Atmung aus. Bei schweren Asthmatikern ein häufiges Problem. Julia Benteler schickt ihn ins Schlaflabor. Und tatsächlich, Heino Blesins Atemkurve ist auffällig. Aber ganz anders als erwartet. Es war kein Hinweis einer Schlafapnoe, sondern es war klassischerweise ein Krampf. Und damit konnte man klar die Diagnose dieser Vocal Cord Dysfunction stellen.
Sein Asthma ist also gar nicht das Problem. Die Luftnotattacken entstehen im Kehlkopf. Vocal Cord Dysfunction, das bedeutet, die Stimmlippen verkrampfen sich unwillkürlich. Für den Patient ist es das Gefühl, als ob man wirklich gewürgt wird und gar keine Luft mehr reinkriegt. Und die Therapie besteht eben daraus, zu lernen, dass diesen Krampf nicht zuzulassen. Das ist ja eine muskelgeführte Situation im Hals. Und diese Muskeln quasi zu entspannen und zu merken, okay, ich komme da wieder rein, ich entspanne mich und dann habe ich auch keinen Kehlkopfkrampf. Die Entspannung hilft wirklich. Heino Blesin braucht kein Asthma-Spray mehr und kann auch das Cortison, das er jahrelang genommen hat, absetzen. Die Atemprobleme, die haben sich natürlich sehr, sehr gebessert, sehr, sehr gebessert. Also hatte keine Luftnotattacken mehr, diese Asthma-Situation stabilisierte sich, aber es blieben diese Schmerzen und dann diese Fieberschübe. Was könnte dahinter stecken? Was wurde noch nicht untersucht? Da kommt Heino Blesin mit einem neuen Symptom zur Lungenärztin. Er fühlt sich unendlich müde. Wenn man Herrn Blesin kennt, der jetzt wirklich wie ein Wirbelwind in die Praxis kommt, der schlicht der quasi unter der Tür durch. Und das war nicht Herr Blesin, wie wir ihn kennen. Extreme Kraftlosigkeit. Das ist neu. Und passt nicht zu den bisherigen Befunden. Dann habe ich gesagt, da muss was anderes dahinter stecken. Und das hat eben dazu geführt, dass ich noch mal in seiner Vorgeschichte enorm geforscht habe. Sie befragt ihn ausführlich. Denn jetzt erinnert sich die Ärztin an etwas, das Heino Blesin ihr früher einmal erzählt hat. Über ein schreckliches Ereignis aus seiner Vergangenheit. Wir hatten starken Wind, sodass ich viel, viel davon eingeatmet habe. Es geschah 1989. Damals gerät der Frachter Ostsee in der Elbmündung in Seenot. Das Schiff hat Fässer mit der Chemikalie Epichlorhydrin und Säcke mit Quarzsand geladen. Als die Fässer leckschlagen, vermischen sich beide Substanzen. Und dadurch hat es in den Ladeluken eine riesen Giftfolge gegeben. Heino Blesin gehört zu den Arbeitern im Hafen, die die giftige Ladung aus dem Schiff bergen müssen. Nach einer Dreiviertelstunde merke ich einen Geruch und gleichzeitig auch einen Geschmack auf der Zunge. Viele Säcke zerplatzen, wir hatten starken Wind und das wehte mir alles ins Gesicht. Nach mehreren Stunden merkte ich, dass ich nicht mehr abspucken kann und dass ein fürchterlicher, saurer Geschmack aufzog. Und dann begann das furchtbar zu brennen. Diese Flüssigkeit hat auf Schleimhäute sehr reizende, ätzende Wirkung. Und im Tierversuch ist eben das Epichlorhydrin auch als krebserregend, krebserzeugend klassifiziert. Während Heino Blesin erzählt, wird Julia Benteler klar, seine merkwürdigen Beschwerden haben allesamt nach diesem Schiffsunfall begonnen. Dann war mir rückwärts eigentlich schon so langsam klar, dass das muss mit den Fieberschüben zusammengehangen haben. Sie lässt sein Blut untersuchen. Könnte Heino Blesin nach all den Jahren Krebs entwickelt haben? Und wirklich, das Blut enthält große Mengen krankhafter Eiweiße. Und die gehören nicht ins freie Blut, die sollte man da nicht nachweisen. Und zeigen, dass es ein Knochenmarksproblem gibt. Schauen Sie mal da. Wächst da etwas Bösartiges im Knochenmark? Die Ärztin ordnet sofort ein CT von Wirbelsäule und Becken an. Man hat im CT schon gesehen, dass in der Brustwirbelkörper 9 und im Becken eine Stelle war, wo zu wenig Knochensubstanz war. Praktisch ein Loch. Ein Alarmzeichen. Heino Blesin muss ins Krankenhaus Itzehoe zu einer Knochenmarkuntersuchung. Das Ergebnis erfährt er einige Tage später bei der Arbeit. Da bekam ich die Diagnose Krebs. Und möchte mich umgehend in der Onkologie melden. Das war schlimm, aber das Schlimmste kam genau. Wie bringe ich das meiner Familie bei? Es ist ein Plasmozytom. Dabei entarten Immunzellen im Knochenmark, die Plasmazellen. Sie vermehren sich und schütten krankhafte Eiweiße aus. Mit der Zeit frisst der Tumor den Knochen auf.
So entstehen schmerzhafte Löcher bei Heino Blesin im 9. Brustwirbelkörper. Was genau die Stelle ist, die er immer beschrieben hatte, als dieser Rückenschmerz, der so stechend einsetzt, vor oder begleitend mit den Fieberschüben. Sein Fall ist einzigartig. Doch jetzt haben die Ärzte endlich eine Ahnung, wie die merkwürdigen Symptome zusammenhängen könnten. Das Einatmen der giftigen Dämpfe bei dem Schiffsunfall hatte für ihn fatale Folgen. Die Vermutung der Ärzte? Die Chemikalie hat seine Atemwege verätzt und eine Fehlreaktion des Immunsystems hervorgerufen. Abwehrzellen greifen nun immer wieder seine Bronchien an. Die Folge? Regelmäßig aufflammende Entzündungen mit hohem Fieber. Eine schwelende Autoimmunkrankheit. Sie hat wahrscheinlich das Plasmozytom gefördert. Heino Blesin kann den Krebs nur noch durch eine Knochenmarktransplantation besiegen. Zur Vorbereitung bekommt er eine hochdosierte Chemotherapie, um sein krankes Immunsystem zu zerstören. Naja, das Größte, was man natürlich im Kopf hat, ist, überlebt er es überhaupt? Das ist natürlich der Gedanke, der einem immer im Kopf rumschwirrt. Und dann passierte das Wunder. Ich blühte auf. Das ging so rein, ich war so wohl, ich habe mich so wohl gefühlt nach der Hochdosis Chemo. Das tat mir so gut. Er verträgt die Behandlung überraschend gut. Kurz darauf bekommt er das neue Knochenmark von einem Spender. Und seitdem das ist, habe ich ein neues Leben und keine Fieberschübe mehr. Sie sind weg. Sie sind weg. Und sie werden auch nicht wiederkommen. Warum nicht nur der Krebs, sondern auch das Fieber verschwunden ist, können selbst seine Ärzte nicht wirklich erklären. Für Heino Blesin zählt nur, dass die quälenden Symptome nach über 20 Jahren endlich verschwunden sind. Ein kleiner Stich. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Fan von Nadeln, aber wenn man helfen kann, ist gut. Mit großer Wirkung. Ich habe 2 Liter Blut verloren, bin fast gestorben. Es ist also eine Sicherheitsreserve. Ich sage immer,